Der 32-Jährige wird Nachfolger von Interimstrainer Dieter Merkle, der wieder das U23-Team und die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums übernimmt. Die Aufgabe beim aktuellen Tabellen-14. In der Regionalliga Südwest ist für den gebürtigen Polen schwierig und reizvoll zugleich. Ja, definitiv. Beides trifft zu. Wir müssen als Verein einen Weg finden, um diesen Abstiegskampf erfolgreich zu gestalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Verein mit einer Tradition, mit Fans, die hinter der Mannschaft stehen, auch in sehr schwierigen Zeiten. Und das macht den Reiz dieser Aufgabe aus. Kaczmarek hat sein neues Team in dieser Saison schon mehrfach beobachtet und weiß ganz genau, wo er die Hebel ansetzen muss. Es wird darum gehen, der Mannschaft eine Mentalität zu geben, dass wir einfach intensiver Fußball spielen müssen, dass wir auch intensiver umschalten müssen, schneller umschalten müssen, dass wir an diesen Schrauben drehen werden, um diese Mannschaft gefährlicher und erfolgreicher zu machen. Im März will Tomasz Kaczmarek seine Ausbildung zum Fußballlehrer abschließen. Sein Vertrag bei den Blauen läuft bis Juni 2019. Damit wollen die Kickers endlich wieder Kontinuität auf der Trainerposition schaffen. Für uns ist es halt wichtig, dass wir einerseits so einen jungen, begeisterungsfähigen Trainer haben, aber andererseits jemanden, der eben auch im Profifußball in schwierigen Situationen schon Erfahrung gesammelt hat. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein gutes Match ist für die Stuttgarter Kickers. Am 18. Februar startet Kaczmarek dann die Mission Nichtabstieg mit dem Spiel gegen Hessen Kassel.